Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Lost Ark. Wir reden jetzt mit Kakao. Diese garstigen Piraten. Die drangsalieren die Babyriesen. Es sind ganz brave Babys, aber die Piraten stacheln sie so sehr an, dass sie Wutanfälle bekommen. Bitte halte die bösen Piraten auf und rette die Babyriesen. Bitte, gib bitte anschließend Klonlon Bescheid, der die Felsriesen studiert. Ja, zu dir muss ich ja sowieso noch hin, ne? So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Klang, Klang, Klang. So Inventar leeren. Da haben wir noch genug Platz. Warum versammeln sie sich da? Das sieht aber schon ein wenig verdächtig aus, oder? Oh, 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 oh. Pastata? Sprich mit Pastata. Ja, Moment, Moment, Moment. Bevor wir jetzt irgendetwas machen. Also, was soll ich jetzt hier machen? Drei wertvolle Videos. Hilf den Babyriesen, die dann saliert werden. Besiege Rotnebeljäger, evakuiere die Babyriesen. Das sind drei. Hier hin. Okay, sprechen wir mal erstmal mit Pastata. Du bist da! Ich bin Pastata! Meine Freunde erzählten von deinem Kampf gegen die Piraten. Pastata, okay, Pastata. Ich weiß noch, als ich dich zum ersten Mal sah. Ich wusste, du würdest ein großer Held werden. Ha! Warum ich so aussehe, fragst du? Hahaha. Das ist ein Familiengeheimnis. Aber ich verrate es dir, weil du mein Held bist. Okay. Berühre einen Tiesler am Kopf und du verwandelst dich auch in einen. Klasse, was? Ha! Huch, was mache ich denn da? Das Oberhaupt hat mich gebeten, dir diesen Brief auszuhändigen. Deshalb bin ich mutig in dieser Gestalt hergekommen. Er sagte, es sei sehr wichtig. Komm schon, lies ihn. Ohne sein Herz fiel Tortoik in einen tiefen Schlummer und er starrte langsam zu der Insel, die er nun ist. Jahrhundertelang kannte dieser Ort nur Frieden. Aber nun zerstören Piraten die Insel und fügen Tortoik schwere Wunden zu. Wenn wir Tortoiks Herz nicht zurückbringen, verschlimmern sich seine Wunden und er versinkt im Meer, wie die anderen Riesen. Wir müssen Tortoik sein Herz zurückbringen. Würdest du bitte zur Felswiege gehen? Die Felsriesen kennen Tortoik schon lange. Vielleicht wissen sie, was zu tun ist. Okay, finde die Felswiege. Die ist hier oben. Gut, aber jetzt wollen wir erst einmal zusehen, dass wir die Riesen da helfen. Ah, bei die Felswiegen. Kacke. So. Okay, dann gehen wir mal nach 7. Den kann ich leider nicht befreien.
Gut. Dann hätten wir das ja auch erledigt. Warte mal. Diese Pflanzen, ich hatte nicht erwartet, dass sie gesund sind, aber es ist noch schlimmer als gedacht. Der Boden ist instabil und nicht mehr sicher. Ja, warte, Augenblick mal bitte, ich habe gerade einen Anruf hier bekommen. So, auf meinem Handy, mal ganz kurz. Geht gleich weiter, Leute. So, also, und es wird schlimmer, je weiter es nach Norden geht. Ich muss einen Weg finden, um Tortoik zu helfen. Ja, vielen Dank, dass du die Bibi-Riesen gerettet hast. Als die Piraten anfingen, sie aufzustacheln, reagierten sie natürlich heftig. Manchmal greifen sie sogar uns an, und das ist übel. Hier drüben! Ja, Moment. Erstmal will ich hier... Okay. Oh, Tortoik ist verletzt. Wir müssen ihn beschützen. Wie das Oberhaupt gesagt hat, werde ich nach Möglichkeiten suchen, Tortoik zu heilen. Taolero, du solltest zur Felswiege gehen und einen Weg finden, sein Herz zurückzugeben. Aber du kannst nicht mit den Felsriesen kommunizieren. Was? Es geht? Wie denn? In wie du dich in einen Kiesler verwandelst? Wow, du bist so schlau. Na gut, dann zähle ich auf dich. Du kannst mit Felsen sprechen? Das ist ja erstaunlich. Los, finden wir diese Kiesler. Okay. Jetzt kann ich noch mal irgendeinen hier hochpumpen. Ja, bin hier irgendwie. Ach. Bin hier. Okay, wo muss ich dann... Ach da, ich muss nach unten. Ja, aber letztendlich werde ich doch ohne Garantie auch hier oben hin müssen. Aber egal, jetzt latschen wir erst einmal einen runter. Okay, betritt die Felswiege, beschaffe Informationen von der Felswiege.
Warte! Dort sind Piraten! Hol mich hier raus! Ich helfe dir, sie loszuwerden! Na. Lakaien von Ed dem Roten. Die Kiesler sind hier versammelt. Sollen wir uns vielleicht verwandeln? Wer ist das? Sie sind wie aus dem Nichts erschienen. Wie das aussieht. Tortolks Wunden werden immer schlimmer. Wenn das so weitergeht, was geschieht denn mit Tortolk? Die Insel wird in einen ewigen Schlaf fallen. Genau wie Tortoi, der letzte Riese. Der Riese verlor sein Herz. Sein Herz ist dort, wo seine Nacht begann. Setze die Herzteile wieder zusammen. Du da! Ja! Komm mal her! Oh, er hier. Wer bist du? Neu in der Stadt? Was? Du glaubst, du kannst uns helfen? Vergiss es. Kleine Kiesler wie wir können niemandem helfen. Nicht mal uns selbst. Was könnten wir schon tun? Alle unsere Erwachsenen sind gefesselt, was für alle hart ist. Bist du sicher, dass du uns helfen kannst? Nur zu, hilf unseren Erwachsenen. Einige seltsam aussehende Fieslinge sind in die Wiege eingedrungen und belästigen uns. Verwandle dich zurück vom Kiesel in deine normale Form. Kämpft gegen Steinriesen. Ich habe einen Plan. Wenn ich etwas grünen Cashewsaft bekomme, helfe ich euch alle zu erledigen. Na. Gebe ihn. Ging dir nicht. Und gebe das Risiko mal ein. Endlich! Aber ich glaube, er verarscht uns. Du Idiot! Sag ich doch. Dich reingelegt. Ich habe das verdient. Da! Ist das Sentino? Verräterischer Narr. Geschieht ihm ganz recht. Heute ist unser Glückstag, Jungs. Zeit, die Sache zu klären.
widersetzt dich dem roten Baron! Was wird es dir schmecken? Ach Gott. Erledigt. So. Dann wollen wir dir mal befreien hier. Na, dann komm schon. Okay, sprich mit Pastata. Ich bin's, Pastata. Mocha Mocha ist auf dem Weg zu Tortoiks Kopf. Ich war so besorgt um dich, dass ich dir gefolgt bin, so schnell es ging. Ich bin froh, dass du wohl auf bist. Du hast also ganz tapfer die Piraten-Kokomo besiegt, hm? Darum bist du der einzige Kokomo, den ich mag. Das Oberhaupt sagte, du und Mocha Mocha sammelt Tortoiks Herzteile. Wenn ihr sein Herz zurückbringt, wird sich Tortoik sicher von seinen Wunden erholen. Bitte rette unsere Insel. Rette Tortoik. Ich will es probieren. So. Okay, oben und jetzt hin. Lustig mit Mocha Mocha vor der Kugel. So, Leute, kommt mal her hier. Ja. Warst du bei Pastata? Sagten das die Felsriesen? Was meinen sie damit, dass das Herz dort sein muss, wo Tortoiks Nacht begann? Keine Ahnung. Ich werde daraus nicht schlau. Gehen wir zum Oberhaupt. Er sollte wissen, wie man das Herz zu Tortoik zurückbringt. Kehren wir ins Mokoko-Dorf zurück. Ja, wo war das jetzt nochmal? Ach Gott. Okay. Okay, höre dir Totomas Erklärung an. So, wo ist der jetzt? Ach, da oben. Okay, alles klar.
Retter der Mokoko. Willkommen im Mokoko. Na, dann wollen wir mal. Wie war deine Reise zur Felswiege? Nun sag schon, was haben dir die Felsriesen erzählt? Der herzlose Riese wird für immer schlafen, wo Tortkois Nacht begann. Nachdem du weg warst, habe ich ein paar alte Aufzeichnungen durchgesehen. Der Sternbote spaltete Tortkois Herz in drei Teile und versteckte dann etwas, das diese Welt schützen könnte. Tief in Tortkois Körper. Er schrieb ein Lied darüber, in der Hoffnung, dass es in Zukunft jemand finden würde. Die Felsriesen meint vielleicht, dass Tortkois seine Augen schließt, wenn sie von Nacht reden. Geh zu Tortkois Kopf und finde das Lied. Du hast die Teile seines Herzens gefunden. Sicher findest du auch das Lied des Sternboten. Bitte beschütze Tortkois. Ich danke dir. Oh Gott. Die Mokoko ging in den Wald der Riesen, um Tortkois zu behandeln. Kommst du mit? Während wir seine Wunden behandeln, findest du vielleicht das Lied, von dem das Oberhaupt gesprochen hat. Okay, Wald der Riesen, behandle die erste Wunde im Wald der Riesen. Gehen wir erstmal mal dahin. So. Ja. Okay, ich bin schon fast da. Aber das werden wir alles im nächsten Part erledigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Und vergesst Kommentare nicht. Bye, bye.